Hey Leute, willkommen zurück zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach eigene Dropper in Minecraft bauen könnt. In meinem alten Projekt, dem Tycoon-Projekt, habe ich schon mal eigene Dropper gebaut. Und heute zeige ich euch genau, wie man das Ganze einmal selber umsetzen kann, damit ihr es doch selber in eurer Welt selber nachbauen könnt. Im Hintergrund seht ihr schon hier, fallen die Items runter. Diese fallen auf ein Förderband, werden dann nach vorne geschoben und dann verschwinden sie hier und werden dann schlussendlich zu Geld umgewandelt. Seht ihr gerade unten in meinem Action-Bar, seht ihr gerade, das Geld geht immer nach oben. Und hier kann ich das Geld abheben, das heißt ich gehe hier einmal drauf und das Geld geht direkt auf mein Konto im Scoreboard über. Im allerersten Schritt müsst ihr einmal eure Dropper selbstständig aufbauen. Das heißt, ihr braucht irgendwie eine Art Förderband. Dazu habe ich jetzt hier in meinem Beispiel einmal hier Ambosse genommen, dann noch eine Umrandung, am besten noch eine Decke und natürlich die Dropper, die ihr oben drauf platziert. Diese müssen nach unten gucken, dass dieses Gesicht quasi nach unten ist. Das ist der Auswurfblock. Den braucht ihr hier. Und oben drauf müsst ihr einmal einen Redstone-Kabel ziehen, um Sachen genau anzusteuern. Genau, als nächstes müsst ihr dann einmal gucken, dass die Auslaufblöcke hier einmal das Item ausspucken. Das heißt, wir gehen einmal unter die ganze Technik hier. Und wir sehen hier, habe ich schon was vorbereitet. Und zwar hier ist eine Redstone-Glock. Diese Redstone-Glock sorgt dafür, dass wenn man das anschaltet mit dem Schalter hier, die geht immer an, aus, immer wieder im kurzen Rhythmus. Dann geht es über einen Fackelturm nach oben. Und oben wird dann das Redstone kurz angemacht, sodass die Dropper einmal ausgeben und das Item dann da ausgeben. Dann können wir auch schon mit dem nächsten dann loslegen. Und zwar müssen wir nun zwei Scoreboards festlegen, für die wir einmal später verwenden werden. Einmal brauche ich ein Scoreboard, das unten in der Action angezeigt werden kann. Also sowas hier. Das muss einmal hier unten angezeigt werden. Das geht zum Abheben. Und ihr braucht danach noch ein Scoreboard, das hier oben rechts in der Action Bar ist, was euer Konto nachher darstellt. Das Ganze machen wir mit dem Scoreboard Objective Befehl. Und zwar sieht das Ganze so aus. Einmal machen wir hier Scoreboard Objectives Add, dann den Namen von eurem ersten Scoreboard und dann Dummy. Habe ich einmal Geld Konto genannt. Und das zweite Scoreboard ist einmal hier Geld Dropper. Geld Dropper wird später bei mir in der Action angezeigt werden, also hier unten. Und das Geld Konto wird nachher hier oben angezeigt werden. Wichtig zum Unterscheiden. Und dann machen wir noch einmal für jedes einmal das Scoreboard hier für alle Spieler auf 0 setzen, nämlich Technik starten. Im nächsten Schritt müssen wir einmal die Position festlegen, wo die Items später auf dem Förderband fließen. Natürlich können die Items hier nicht selbstständig rüberfahren, da es ein Amboss ist. Und zwar gehen wir einmal hier in den Command rein, denn hier ist schon ein bisschen größerer Command. Und zwar sagt der hier Execute Position. Also wir müssen bei dieser Position aus. Und zwar ist das Ganze. Und zwar ist das Ganze nämlich an diesem Block hier. Das ist der Block hier, können wir ganz kurz gucken. Ah, so. Wir gucken hier 37-46. Minus 52, das ist natürlich noch eins tiefer, das ist dieser Block hier. Von diesem Block aus tun wir nachher alles definieren. Das heißt, der Command testet einmal von dem Block aus, und zwar as at e, dann dx, dy und dz und typisch items. Das heißt, alle Items, die mit der x-Richtung 5 Blöcke, also hier von diesem Block aus, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, dann geht es weiter mit dem nächsten und zwar dy 0.1, heißt 0.1 Blöcke nach oben und dz haben wir glaube ich 3 gehabt. Genau 3 heißt 3 Blöcke in diese andere Richtung. Das heißt, der Command sucht quasi alle Items aus, die sich von diesem Block bis hier drüben und bis da drüben zum Glasblock in dem Bereich befinden. Und was macht er mit diesen Items? Er teleportiert diese Items in ihre Blickrichtung 0.1 Blöcke nach vorne. Das können wir auch mal ganz anschalten. Wir sehen es hier mit Items hinwerfen. Sehen wir, das Item wird nach vorne teleportiert. Und dann bis darüber. Das macht dieser Command. Ganz simpel. Ihr müsst nur gucken, dass ihr die richtige Richtung, also bei dx zum Beispiel ist 5. Das heißt, weil gerade bei oben bei x bei mir die Koordinaten größer werden. Wäre es bei euch zum Beispiel hier, müsst ihr gucken, dass die Koordinaten dann hier kleiner werden. Das heißt, ihr müsst dann hier minus 5 eingeben. Darauf immer bitte achten. Der nächste Command ist der tellRaw-Command. Die sagt hier Title Raw at R Action Bar und dann hier einen großen Befehl. Das Ganze sagt uns einfach nur, okay, gib uns einen Text der Action Bar aus und zwar mit dem Text Geld zum Abheben, Doppelpunkt. Und dann nehmen wir den Score von dem Objective, Geld Dropper und so von allen Spielern. Das macht dieser, das heißt, unten wird dann hier einmal Geld zum Abheben eingeblendet. Damit wäre nun die Gesamttechnik einmal fertig für hier unten. Das Ganze läuft und das ganze Item hier wird schon nach vorne teleportiert. Aber es geht natürlich auch weiter. Denn wie wird das Item hier hinten aufgesammelt unter diesem Spieltisch? Das ist ganz einfach. Und zwar habe ich hier einmal ein Minecraft-Platzsystem hier sehen.
Dieses Minecart, dieses Trichter-Minecart, sammelt alle Items auf, die über ihm aufgesammelt werden. Und wie genau bekommen wir das Minecart dahin, den wir haben möchten? Wir nehmen einmal den Hopper, den wir haben möchten, einen Block oben drüber, dann eine Schiene drauf, Trichter-Minecart drauf und den Block unten drunter abbauen. Dann fällt das Minecart hier auf die Schiene, auf das, den Hopper drauf, können wir die Schiene wieder einsammeln und schon liegt das Minecart hier perfekt da. Ihr müsst nur darauf achten, dass das Minecart nicht verschiebbar ist, das heißt, wir machen hier Blöcke hin. Und am besten einmal drumherum Blöcke machen, dass das Minecart hier nicht rausfallen kann. So haben wir dieses Minecart hier unten platziert. Dann gehen wir weiter zum Itemfilter. Das heißt, wenn das Item hier reinkommt, geht es in diesen Hopper und in diesen Hopper und diesen Hopper. Und dann geht es durch diesen Itemfilter. Hier ist ein Itemfilter drin und zwar sagt es hier, es soll alle Items raussuchen, die ich hier gerne haben möchte. Ich habe hier mein Dropdown hier oben drin einmal die Schmiedevorlage von Netherite. Und einmal hier eine Schmiedevorlage vom Wachrüster. Diese Items sollen hier gefiltert werden, und zwar einmal hier mit ihm und einmal hier mit dem hier. Das ist einmal wichtig, dass es genau so aufgebaut ist. Das Ganze geht dann hier in einen Komparator rein mit zwei Redstone und hier einmal einen Verstärker und einer Redstone-Fackel. Das ist der Standardaufbau für den Itemfilter. So müsst ihr den einmal abbauen und die gehen dann hier am Ende in diesen Hopper rein, hier rein und hier in die Kiste rein. Hier wird nachher alles rauskommen. Was ich auch noch gemacht habe, ist hier einmal ein Sicherheitsmechanismus. Heißt, alle Items, die nicht hier, die hier durchgehen werden, gehen dann hier durch, hier durch, hier durch, hier durch. Heißt, hier haben wir auch ein Overflow. Heißt, jedes Item, was hier reinkommt, zum Beispiel hier ein Trichter oder ein Trichter-Minecart, fließt dann mal hier durch und kommt am Ende hier in der Kiste wieder raus. Die Items kommen hier durch, um dass das System nicht überfüllt ist und hier nicht verstopft wird, sodass einfach alle Items hier durchkommen. Hier könnt ihr zum Beispiel noch einen Kill-Mechanismus machen, dass alle Items in Lava gedroppt werden und sowas. Habe ich jetzt hier zum Beispiel nicht gemacht. Das Besondere an der Technik ist hier einmal, dass hier das Redstone angeht, sobald hier genug Items drin sind, also genau ein Item mehr drin ist. Das heißt, hier geht einmal an und hier ist ein Strom drauf. Heißt, hier können wir einen Command-Block anschließen, der uns am Scoreboard weitermacht. Und zwar können wir hier den Command-Block angeben, Scoreboard Players Add A Geld Dropper 10. Hier können wir nun festlegen, wie viel Wert das Item haben soll, das hier gedroppt wird. In meinem Beispiel ist das erste Item hier 10. Und das nächste Item hat hier 100. So können wir das einmal festlegen. Hier können wir hier auch 1000 machen oder 10.000 oder 1. Das ist vollkommen egal, wie ihr das haben möchtet. Hier könnt ihr das also alles einstellen. Genau. Nun haben wir also einmal festgelegt, wie viel die Items wert sind und welche Items weiter gefiltert werden sollen. Was jetzt noch fehlt, ist einmal das Scoreboard, um es einmal zu übertragen, einfach von da unten vom Action Bar in dieses Konto hier drüben übertragen können. Das Ganze passiert hier. Und zwar haben wir hier eine Druckplatte mit einem Schild Geld abheben und zwei Command-Blöcken. Mit diesem Command-Block können wir das Ganze einmal festlegen. Und zwar der erste sagt hier einmal Scoreboards Players Operation add A Geld Konto plus gleich add A Geld Dropper. Ich würde hier noch add P reinschreiben, damit es nur der nächste Spieler ist, der hier auch draufsteht. Das heißt, das Geld vom Konto wird hier einmal, das Geld von meinem Konto wird hier übertragen, beziehungsweise das Geld Konto bekommt den Betrag von Geld Dropper noch zugeschrieben. Quasi addiert wird. Heißt, wenn wir jetzt hier draufstehen, sehen wir jetzt 340, wenn ich die Nummer draufstehen würde, 340 plus der andere Wert, der unten drin dann steht, zugeschrieben bekommen. Und der zweite Command setzt einfach den Wert von Geld Dropper, das ist unser Dropper Wert, heißt, das, was unten angezeigt wird, setzt dann auf 0. Und somit können wir das Ganze einmal festlegen. Genau. Damit wäre der grobe Aufbau eigentlich schon fertig. Dieses System könnt ihr unendlich erweitern. Ihr könnt das Ganze so weit erweitern, wie ihr möchtet. Nun müsst ihr aufpassen, dass ihr halt dann die Positionscommand richtig ausführt. Das ist genau wichtig. Und ihr könnt dann einfach die Dropper so klonen, wie ihr haben möchtet. Habt ihr noch Fragen oder Probleme beim Bauen der Technik? Lasst mir gerne in die Kommentare, dann werde ich darauf eingehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao!